Das machen Joko und Klaas mit ihrem Podcast falsch. Jeder der beiden hat seinen eigenen Podcast. Der von Klaas ist Baywatch Berlin und der von Joko ist Sunset Club. Aber eigentlich machen sie doch jede Show zusammen. Also warum haben sie jetzt beide einen eigenen Podcast? Das einzig Positive daran, wenn du einen der beiden nicht magst, dann kannst du einfach den Podcast des anderen hören. Im Grunde sind sich die Podcasts aber sehr ähnlich. Beide laden Gäste ein, sprechen mit ihrer charismatischen Art über das alltägliche Leben und teilen Erfahrungen. Dass sie einen Podcast gestartet haben, ist gut, damit die Menschen eine tiefere Bindung und Einblicke hinter die Kulissen und einen engeren Bezug zu der Person bekommen. Trotzdem schadet der getrennte Podcast ihrer Reichweite enorm. Sie würden gemeinsam viel mehr Menschen erreichen. Ein gemeinsamer Podcast wäre auch viel schlauer, da man die beiden eh als Team kennt. Aber vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock, immer alles zusammen zu machen. Was hältst du davon? Ein gemeinsamer Podcast macht doch viel mehr Sinn, oder? Weil ich finde...